Oh, wer ist das denn? Rukdug. Oh, Rukdug, Stahlbar. Karak Angrim, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Und wer wüsste das besser als du, Ringschmied? Macht 4 hat der gute Mann. Gegen kleinere komme ich gut an. So, den kann man uns merken. Ich wollte da drüben, da hinten rüber zum blau leuchtenden Dolch. Sollte hier wirklich das sein? Wer ist der grausamste aller schwarzen Hauptmänner? Was? Da ist er. Ich verliere nie. Wer hat uns denn da entdeckt? Jemand genau unter uns. Das ist ja lächerlich. Der könnte durchs Dach gucken, offenbar. Ich sehe ihn. Gleich stirbst du. Ah, nicht durchs Dach. Ich sterbe gleich. Das ist ja die Hauptsache. Und da haben wir schon wieder so ein... Selbst in Gefangenschaft sind diese Menschen noch erstaunlich zäh. Wir dürfen keine Milde walten lassen. Keine Milde. Keine Milde, keine Brunhilde. Da ist... So, aufsammeln. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir auch das Nassa-Turnier in ein mit. Das darf man dann nicht vergessen, wenn man schon mal da ist. So. Wir müssen irgendwie... Da ist es. Ich glaube, das ist das Ding, was wir letztes Mal auch nicht aufgesammelt haben. Hallo, jetzt spring doch da runter. Ich glaube, da haben wir einen Hauptmann erschlagen und haben das Ding gar nicht aufgesammelt. Das war's, ne? Wenn unser Häuptling zu reden geht, hätten sie allesamt genau und hören zu. Nur weil sie Angst haben, was er mit ihnen anstellt. So, die Frage ist... Wo... Das muss da drüben irgendwo sein. Ich gehe mal lieber hier rüber. Wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen, wenn du nur Fleisch von den Beinen frisst, macht dich das schneller. Es ist alles eine Frage, wie viele man ganz verschlingen kann. Ihr müsst besser auf eure Feuer aufpassen, ich sag's ja immer wieder. So. Ich versuche den Schmied da drüben zu überreden. Anzubringen, damit ich damit den Sklaven als überziehen kann. Ich glaube, unter uns ist ein Bogenschütze, ich bin mir gar nicht so sicher. Da haben wir auch noch so eine Faust. Das heißt, da kann ich noch so eine Befreiungsaktion starten, glaube ich. Da oben ist die Faust. Ich weiß nicht genau wie. Ist das? Nee, ich dachte gerade, das kann ich runterschlagen. Mist, aus dem Turm hätten wir vielleicht, gehe ich mal zu dem Turm. Dann einmal hier hoch. Na, Alter. Keine Ahnung, warum diese Seile hängen. Nicht fallen lassen, bist du doof? So. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Hier müssen... Verstehe ich nicht. Ist das hier oben? Armselige kleine Maden dieses Clan. Sie wissen nicht, wie gut sie es haben. Wenigstens leben sie noch. So, hier haben wir den Auftrag, aber wo ist das Schwert? Das Wetter sie vermutlich töten. So schwach sind einige von ihnen. Ist doch, wir sind hier genau über... Über dem Schwert? Sind wir über dem Schwert?
hatte gerade etwas gehört. Ah, hier. Wurmzahn. Sehr gut. Gesundheit regenerieren. Gefällt mir sehr gut. Denk drüber nach, aber sag nichts den anderen. Das ist ein einmaliges Angebot. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz. War das jetzt hier? Das war da oben drauf, ne? Die Bodo-König ist so voll mit Sklaven, dass wir bald welche fressen sollten, bevor sie anfangen, sich zu vermehren. So, dann gehen wir jetzt hier mal brav hoch und starten hier mal die Revolte oder was immer das ist. Schweig! Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. Na, da bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Da war ich... Ich weiß es noch nicht genau. Rette die Sklaven. Nein, das ist das schon wieder. Verfluchte Mensch! Sind so dumm, mein Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Ich befreie dich. Hast du das gehört? Danke. Jemand hat ihn getötet! Bitte hilf mir, bevor sie wiederkehren. So, Nummer 2. Läuft das mal ein bisschen besser als beim ersten Mal, muss ich zugeben. Gemeichelt. Wovon? Das möchtest du wissen, mein Kleiner, hm? Okay, da kann ich jetzt einfach nur so hin. Psst! Faltläufer! Ja, ja! Hilf uns! Hab doch schon! So, Auftrag abgeschlossen! Das lief diesmal ein bisschen besser. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Das finde ich sehr ehrenhaft von dir. So, Verbesserungen haben wir jetzt hier. Erhöhter Fokus Höchstwert 390. Ich glaube, mehr Zeit ist immer gut. Wir können natürlich noch einen Dolchplatz, aber ich mache mal lieber mehr Fokuswert. Habe ich vorher nie drauf geachtet, aber jetzt wird's mal Zeit. Waffen- und Ruinenverbesserungen. Wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt, den wir nicht einsetzen können, weil wir nicht genug Macht freigeschaltet haben. Wir sind aber kurz vor... Ah, wir brauchen nur noch 14 P. Und weißt du was? Die können wir uns gleich holen eigentlich. Hier war doch noch irgendwo... Ach, wen haben wir denn da? Bei allem, was hier... Ruchdug. So, wir töten ihn gleich. Erstmal fragen wir den natürlich ein bisschen über die restlichen Hauptmänner aus, wenn wir schon mal die Chance haben. Dark Prügelmeister, Macht 13. Ist ja lächerlich. Altgeliehener Häuptling. Obwohl, lächerlich? Nein, ist es überhaupt nicht. Kam mir gerade so wenig vor, ist es aber gar nicht. Herr Stahlbart. Machen Sie es gut. So, es erturnt. Jetzt wird sich endlich etwas ändern. Männer, bleibt wachsam. Alter, ist der gut. Was eignet sich besser zum Foltern? Ein Brandeis oder ein Hammer? Auf jeden Fall ist ein Brandeis. Wenn es wiederkommt, töten wir. So, den habe ich mal ausgeschaltet, falls er uns sieht hier auf dem Dach. Die Festung ist an Alarmbereitschaft. Wir sind es natürlich auch. Wobei, brauchen wir hier noch irgendwas? Hier ist ja schon wieder so ein Israel. Was ist denn da unten los? Die reisen nach Jerusalem. Haltet nach diesem Grabwandler Abschaum Ausschau. Wenn wir den schön umlegen,
können wir alle Hauptmänner sein. Streich das! Ich will Häuptling sein! Wenn wir ihn so töten, dass er nicht wieder aufersteht, werden wir an der Seite des dunklen Herrschers aus Mordor ausmarschieren. Natürlich, ja, ausmarschieren, schmausmarschieren. Wie werden wir die Gruppe denn los? Die Festung ist momentan alarmiert, ne, wenn ich das richtig sehe, aber ich weiß nicht, das Symbol ist ja jetzt gelb, nicht rot. Rücken die gleich wieder ab? Die suchen jetzt und suchen. Waren allesamt tapfere Krieger. Einer war ein Berserker, kein Krieger. Was auch immer sie waren. Sie hätten nicht so nah am Feuer stehen sollen, solange der Waldläufer in der Nähe. Nur mal just for fun. Da haben sie jetzt ein paar andere Probleme, glaube ich. Was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt hier rüberlaufen? Folgen die einem? Die da gerade suchen? Ich glaube, die Suchenden kommen nicht mit. Ich wollte das gerade nur mal eruieren. Entschuldigung, wenn ich hier gerade so ein bisschen rumprobiere. Aber das muss man hier, glaube ich, auch. Ach komm, nur just for fun. Weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und da hat schon wieder ein neuer Kollege gespawnt. Wir sollten aber langsam mal wieder Pfeile ranholen. So, die hier hinten haben wieder despawnt, wie es scheint. So, wir sind jetzt hier. Gut. Sie hatten genug Chancen, sich zu bessern und haben es nicht geschafft. Da hinten man sollte sie den Karagor zum Fraß vorwerfen. Wo ist denn dieses Zeichen? Wo ist denn dieses Isri-Lili-Bili-Lili-Lili? Na, guck mal, wer da hinten ist. Den könnte man natürlich herlocken, das will ich aber noch gar nicht. Wo kann denn das Zeichen sein? Das ist doch meistens eher oben anstatt unten. Oder es ist halt hinter diesem Ding oder unter diesem Ding, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt genau da, wo das Zeichen sein sollte. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwo unten sein. Der Höhlensohn sagte mir, sein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Einen Karagor kann man nicht zähmen. Ich hab dich in den Käfig fassen sehen und mich gefragt, was du da tust. Diese Bestie hätte mir fast den Arm ausgerissen. Zum Glück hatte ich mein Schwert in Greifweite. Ich weiß nicht, wo das ist. Wir sind jetzt schon weit weg davon. Wurde er nicht aufgehangen oder die Kühnein verfüttert? Ah, okay, verstehe. Da haben wir es ja. Wenn wir schon mal da sind, ich dachte, dann nehmen wir es einfach mal mit. Wie immer, das gute Orhedin Valanor. Alter, es wird aber immer mehr, ne? Also 2, 3 fehlen noch, aber es wird auf jeden Fall immer mehr. Wir kommen da langsam dahinter. Huch, das wollte ich gar nicht. So, und ich würde sagen, also wir können jetzt wahlweise auch dem Häuptlingskampf da hinten zugucken. Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut, was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Ja. Kruger ist doch halb blind. Seine Spuren waren doch bestimmt nur eine Spinnenkolonne. Ich stehe auf die Gespräche, die wir immer führen. Das finde ich immer super. So, Rekrutierung. Die Frage ist, wer rekrutiert hier? Flak der Unfangbare, aber es würde 40 Belohnungen geben. Ich traue mich das mal, weil es eben gerade, also vorhin, also letzte Folge, keine Ahnung, wie ich das schneide. Es lief so gut im Kampf. Macht 6, also den müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich muss mich nur wieder ein bisschen konzentrieren und darf nicht so viel quatschen.
Nein, das ist... Warum stehst du so rum? Du folgst mir jetzt. Ich gehorche niemandem. Nein! Okay, kriege ich den? Soll ich da einfach reinspringen? Ist das eine gute Idee? Zünd es ja gar nichts an. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich habe einen Mann getötet, der wie du aussah. Echt genau wie du. Warte mal. Das warst du. Ja, komm. Quatsch, keine Opern. Es sind zu viele. Boah, es sind vor allen Dingen zu viele Schildträger. Es sind zu viele und wir sind mitten in der Festung. Boah, Alter. Nein, zu spät. Zurück an die Arbeit und hört auf zu reden. Hol die anderen. Boah, diese scheiß Speerwerfer. Scheiße. Der kommt doch hoffentlich nicht auf den Käfig. Puh. Leider keine Explosive hier. Alter, jetzt... Boah! So, dann wollen wir mal gucken, was passiert. Speerwerfer. Diese scheiß Speerwerfer. Und wir sind mitten natürlich in einem Alarmlager. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Hast du das gehört? So, Flak der Unfangbare. Jetzt hängen die alle hier unten rum. Das wird jetzt nicht so viel bringen, aber immerhin. Was war das denn? Was? Ich verschwinde.
Nächstes Mal stirbst du bestimmt. Wieso flüchtet er jetzt? Er hat seine Beine!